ich erstmal ausprobieren, ob mir mich so versteht oder ob ich dann das mit das Wohnen nehmen sollte. Geht so. Geht so. Und mit dem Text kann ich ja dann immer noch das Mikrofon nehmen. Wir haben alles vorbereitet und es funktioniert. Ich möchte mich zunächst, wie auch meine Mitredner, selbst vorstellen und warum ich heute zu euch sprechen darf. Ich bin 1956 geboren und als ich so 13, 14 Jahre alt war, begann die Liebe in mir in Form von Verliebtheit natürlich auch Raum zu ergreifen. Und ich habe die Liebe dann auf Männer gerichtet, Jungs, ist ja klar, dann war ja so die Zeit. Aber leider hat sie nicht lange angedauert, dann wurde ich nämlich politisiert. Und damals in dieser Zeit, 1973, gab es ja den Putsch in Chile. Und Allende, der damalige rechtmäßig gewählte Präsident, hatte ein Liter Milch für jedes Kind propagiert, wollte ja gar keinen radikalen Sozialismus, sondern nur soziale Reformen für dieses Land. Und da wurde ja dann durch einen Putsch mit Hilfe von deutschen, unter anderem auch deutschen Konzernen und Franz Josef Strauß und auch vor allen Dingen amerikanischen weggeputscht. Und dadurch wurde ich halt politisiert. Und meine Haschisch- und Erich Fromm inspirierte Liebe transformierte sich in politischen Kampf. Das heißt, ich habe dann später auch Geschichte studiert, Germanistik, Ethnologie. Ich wollte die Welt verstehen und wollte dadurch politische Schlussfolgerungen ziehen können. In dieser Zeit, wo ich dann eben Schülerin schon war und dann Studentin, habe ich natürlich auch Männer interessant gefunden. Und da kam mir zugute, dass mein Vater und mein Bruder, ich habe nur einen Bruder, dass die beide so Kuscheltypen sind und ich immer mit meinem Vater immer gekuschelt habe im Bett und so. Und dass ich keine Angst vor Männern hatte. Also ich war einfach mit Männern und Frauen gleich vertraut und hatte somit auch keine Hemmung. Das war eben die Zeit vor AIDS. Und da gab es ja dann schon die Pille und da konnte man experimentieren. Und das habe ich eigentlich im Grunde gemacht. Ich war ja so mit einem wissenschaftlichen Ansatz versehen, das ausprobieren. Und was ich dann halt schon gemerkt habe, dass mein Körper reagiert auf vor allem Männer. Also dass der reagiert. Und ich habe mir das nicht erklären können, woher das kommt und warum das so ist. Ich wollte das auch wissen. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich die erste Fotografin, die ich je getroffen habe, das war dann 1994, gefragt habe, ob sie mit mir ein Projekt macht über die Erotik der Frauen, sodass wir das dann vertieft mit Frauen besprechen können, weil mit den Frauen darüber über Erotik oder gar Orgasmus und so zu sprechen, das ist halt schon schwierig, selbst mit meinen Freundinnen, das ist halt eine Schwelle, die man überwinden muss, damals zumindest. Ja, und wir haben das dann auch gemacht und 1998, 1999 ist das Buch The Erotic Lives of Women herausgekommen in einem Fotobuchverlag, weil ich gedacht habe, man muss es auch sehen. Was immer nur diese schwarzen Zeilen lesen, man muss es einfach irgendwie fühlen ja auch. Und mit den Bildern haben wir überhaupt, dass man es auch sieht. Und bevor ich jetzt zu diesem weiteren Weg noch komme, möchte ich euch sagen, dass ich 1996 im Regenwald war, im Amazonas. Und da hat mir dann irgendwann, das war so ein Seminar mit Stan Groff, manche von euch werden es vielleicht kennen, da geht es um dieses holotrope Atmen. Und da wir selbst Betreiber einer Reha-Klinik sind mit Atemwegserkrankungen, dachte ich, vielleicht bringt uns das ja irgendwas für unsere Therapie. Also habe ich dann dieses Seminar im Regenwald in Manaus besucht und da hat mein Herz plötzlich wehgetan. Ich war ja noch recht jung, ich habe gedacht, was ist denn jetzt, vielleicht kriege ich jetzt einen Herzinfarkt oder so. Und da gab es aber dann gerade ein Seminar zu Herzensfragen. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, mein Herz tut so weh, was ist das bloß? Das ist doch gut, dein Herz, du spürst dein Herz und so. Und da war das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass mein Herz vielleicht irgendwas anderes noch zu tun hat, als das Blut dadurch mich durchzuschlagen. Und habe dann begonnen, auch mit meinem Herzen zu kommunizieren oder überhaupt das zu spüren. Ich habe das vorher nie gespürt. Und das ist eine ganz schlimme Sache in unserer Kultur. Wir lernen nicht viel über unser Herz und dass es noch andere Funktionen als biologische hat. Und das durfte ich dann nach und nach mir selbst erschließen. Und das war, denke ich, für meinen weiteren Lebensweg sehr, sehr wichtig. Es war dann zum Schluss auch so, im Amazonas, dann war ich am letzten Abend da,
Und dann war ich auf der Toilette und dann habe ich angefangen zu weinen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt weine. Es gab ja gar keinen Grund. Dann habe ich gemerkt, ich habe mich in den Regenwald verliebt. Das war wirklich toll, dass ich das verstanden habe. Ich habe den so geliebt, den Regenwald. Bin dann auch noch öfters hingereist danach. Also das zu meiner Geschichte. Und nur jetzt kurz weiter, dann haben wir mit derselben Partnerin Linda Tröller ein Fotobuch auch später über den weiblichen Orgasmus gemacht. Und ich habe mich durch mein Herz und durch meine wissenschaftlichen Studien immer weiter auch leiten lassen, sowohl politisch als auch historisch. Aber ich bin ja Unternehmerin geworden, habe erst mit meinem Vater gearbeitet und meiner Mutter und dann später durfte ich mit meinem Mann selbst Unternehmerin sein, denn unter der patriarchalischen Herrschaft meines Vaters war da nicht sehr viel Möglichkeit, mich überhaupt irgendwie einzubringen. Einmal habe ich ein Seminar durchgesetzt und das war schon eine Revolution. Ich brauche nichts zu lernen, wir wissen schon alles. Naja, und da durfte ich dann meine schon bei meinem Vater und meiner Mutter gelernten Erkenntnisse durfte ich dann umsetzen, selber ein eigenes Unternehmen. Und das macht einen wahnsinnigen Unterschied, wenn du plötzlich die Macht hast. Ja, und das hat dann alles funktioniert. Also was ich mir überlegt hatte, wie man mit Mitarbeitern umgeht, das habe ich ja dann ausprobiert. Es hat funktioniert und die Gäste waren zufrieden. Das war damals in der Rehabilitationsklinik. Und deshalb bin ich da mit großer Selbstsicherheit eigentlich auch in die Weiterentwicklung unserer Unternehmen gegangen und kann sagen, das war auch bis heute erfolgreich, weil wir jetzt in 3 Bundesländern an 5 Standorten sind mit Glück und Gesundheit, also Thermen, Hotels und einer Reha-Klinik. Ja, und was ich für heute vorbereitet habe, ist ein Text. Und wir haben uns geeinigt, dass ich euch den vorlesen darf, weil er zu dem Thema geht und weil er das in einen größeren Zusammenhang stellt. Er nennt sich, wie unser Titel, Evolution von Liebe in der Gesellschaft. Derzeit spielt die Liebe in unserer Gesellschaft nur eine Außenseiterrolle. Dies hat damit zu tun, dass der Neoliberalismus nach dem Fall des Sozialismus erfolgreich die Welt erobert hat und damit unsere Herzen. Die Mehrheit der Menschen glaubte nach dem Fall der Mauer, die Grenzen nun überwinden zu können und den Frieden auf der Welt, die Abrüstung, den freien Handel nun bald selbst erleben zu dürfen. Unsere Energie richtete sich auf die Vermehrung des Erfolgs, persönlich wie gesellschaftlich, und das möglichst vielfältige Erleben möglichst vieler Realitäten, Produkte wie auch Regionen und Situationen. Nun sind wir aber auch hier an die Grenzen des Wachstums gestoßen. Immer mehr Menschen wird bewusst, dass wir die Erde nicht unendlich ausbeuten können. Die Verlockung der kapitalistischen Warenwelt hat ebenfalls bereits ein wenig abgenommen. Wohl auch, weil viele von uns bereits alles haben, was wir benötigen. Zunehmend ist jetzt die Rede von Nachhaltigkeit, Gemeinwohlökonomie, Sharing, also Teilen, und von Gemeinschaft. Containern und das vegane Leben gehören auch dazu. Diese Gedankenwelten werden von Mitgefühl getragen und gespeist. In der Praxis eingesetzt, ermöglichen sie neue Erfahrungen und bringen neue Weisheiten. Sie bringen mehr Akzeptanz in die Gesellschaft und legen so Grundlagen für mehr inneren und äußeren Frieden. In diesem Umfeld bewegt sich auch die Liebe. Hier wird sie in einer größeren Dimension erlebt, etwa als Liebe zur Natur, zur Kreatur, zur Erde, zum Universum, zur Menschheit und zu den Flüchtlingen. Und doch wird sie von der herrschenden Kultur in diesem Umfeld immer eher esoterisches eingeordnet, was an den Rand der Gesellschaft gehört. In der Mitte der Gesellschaft befindet sich seit dem Eroberungszug des Neoliberalismus der Egoismus. Er wird noch immer von vielen mit Leidenschaft gelebt, wiewohl man ihn heute nicht mehr so unverfroren zeigen kann wie noch etwa vor 10 Jahren. Dazu ist die Kluft zwischen Arm und Reich und der Grad der Zerstörung und Ausbeutung der Erde zu offensichtlich. Doch was tun? Die Mehrheit der Menschen in Deutschland heute steht der brutalen Marktmacht der organisierten supranationalen Konzerne und Monopole und ihrer Vereinnahmung der Politiker hilf- und ratlos gegenüber. In dieser Situation reine und bedingungslose Liebe zu erleben, kann als Geschenk, aber auch als Lichtblick oder Inspiration gesehen werden. Sicher ist es kein Zufall, dass solche reinen und guten Taten und Geschehnisse kaum
im täglichen Fernsehprogramm vorkommen. Dort werden wir mit den überaus seltenen, im Fernsehen jedoch millionenfach überzogenen Morden und Bösartigkeiten gefüttert. So wird eine ständige und durchgängige Angst voreinander und vor der Welt erzeugt. Um dem entgegenzuwirken, sind sichtbare Zeugnisse menschlicher Gemeinschaft und uneigennütziger Hilfe von großer Bedeutung. Gemeinschaften, Genossenschaften, Vereine, Clubs mit sozialen Zielen geben Hoffnung und Kraft, dass wir vielleicht doch als Menschheit noch eine Zukunft haben. Lob, Anerkennung von Leistung, das Erleben von Talent und sozialer Leidenschaft sind wichtige Voraussetzungen, dass unsere Gesellschaft nicht in Leid, Depression und Krankheit versinkt, wie es sich jetzt bereits andeutet. Stattdessen ermöglichen liebevolles Verhalten und Taten, die aus Liebe erfolgen oder mit Liebe vollzogen werden, dass Freude und Glück, also Quellen von Mut, Tatkraft und Ausdauer, entstehen. Jeder und jeder Einzelne von uns kann so täglich in dieser Lichtblickentwicklung teilhaben und dazu beitragen. Vielen Dank. Weibliche Gehirn von Luann Brizendine, 2008 erschienen, ist das erste Buch gewesen, was von ihr als Psychiatrin wie auch Neurologin herausgebracht wird, das ganzheitliche weibliche Gehirn darzustellen und damit auch unsere Emotionen, warum wir das verlieben und so weiter, könnt ihr hier alles chemisch-biologisch sehen. Und danach hat sie noch das männliche Gehirn geschrieben, aber das baut auf das weibliche auf. Also insofern,